Vielleicht mache ich hier noch einen kleinen Anbau, dass ich das einmal ein bisschen verschiebe. Weil ich finde es doof, dass hier direkt der Gang ist. Na. Ja. Also gerade war hier ein Creeper. Ich habe ein. Machen eine zweite Tür. Hier und hier ist nichts mehr. Gut. Dann pflanzen wir jetzt noch an. Zack. Und dann machen wir einen Anbau. Hier, wo ich auch noch ein bisschen Erde benötige. Habe ich gerade weg. Direkt. Hier ist das. Hier ist die Truhe, dann ist hier der. Nun? Bett, Truhe, Acker. Das heißt, hier brauche ich auch noch ein bisschen Erde. Hier brauche ich auch noch ein bisschen Erde. Also wir machen den etwas größer. Aber ich wollte das gerade nur einmal kurz visualisieren. Dann sollte das, glaube ich, schick sein. Ist halt die Frage, wie groß wird der Anbau? Und vor allem, ich brauche noch ein bisschen Erde. Das hier mit noch mehr. Mit der Hand, weiß ich gar nicht. Also wir bauen uns natürlich auch noch einen Boden rein und so, aber wie gesagt, das ist erstmal nur unsere kleine, das ist so eine Art Bauwagen. Dass wir nicht frieren, wenn es kalt ist und so. Da sind die wichtigsten Sachen drin. Und zack. Und deswegen machen wir das jetzt auch noch größer, weil ist ja nur zweckmäßig. Nee, aber ein bisschen mehr Platz wäre ja schon. Ja, auch nicht ganz so viel sein erstmal. Aber bis hier wäre schon schön.
Und die Tür ist da drin, dass falls das doch noch nichts wird. Wir das auch wieder ändern können. Weil ich hatte, wäre das eh cooler, wenn wir den Minenschacht quasi auch noch mit einer Tür verschließen. Frag mich ja, wie das mit den Bienen ist. Und echt bin ich echt nicht so der Bienenfreund. Aber schlimmer sind Wespen. Die kann ich so gar nicht ab. Ein kleines Baugerüst, damit wir hier auch wieder. Aber nur weil ich auf die Stiche so extrem reagiere. Also ich bin jetzt nicht direkt allergisch gegen die, aber ich vertrag dieses Insektengift nicht so gut. Das ist eher mein Problem. Also ist jetzt nicht so, dass ich davon keine Luft mehr bekomme, aber es schwillt halt alles extrem stark an. Das muss ja auch nicht sein. Und ja, das mache ich jetzt gerade nur hier. Also eigentlich besser fände, wenn die Decke allgemein um 1 höher wäre. Ja auch. Die Wand lassen wir so. Auch mit der Höhe. Weil sonst bringt die Tür da ja nichts. Oder wir machen da so eine kleine Gartentür rein. Natürlich auch eine Möglichkeit. Genau. Puma. Ja. Wenn man jetzt so ein Zombie wäre, ne, würde ich mich echt verarscht fühlen, weil jede Nacht wird das Gebäude, vor dem man in der Nacht so patrouilliert, wird das jeden Tag eins größer. Also es wird immer ein bisschen größer und dann so, ja, hey. Habe ich mein Tagesziel noch nicht ganz erreicht, aber hey. Auch nicht ganz so schlimm.
Weil ja, das spielt schon. Oh ja. Bisschen belastend, aber okay. Wobei, mach mal hier. Ach, leck mich doch. Und fertig. Dann nehmen wir uns einmal Kohle daraus. Und das Ding ab. Bauen das Ding ab. Das kommt dann auch hier rüber. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen, dann hätte ich das nämlich auch schon rüber tun können. Nein. Zack. Man kann auch rüber. Und dann buddeln wir mal hier runter und machen dann den Knick. War von hier aus. Okay, weil dann mache ich hier nämlich zu. Das machen wir dann, wenn es soweit fertig ist. Oh, sehr schön. Dann können wir dich auch einmal abbauen. Da hinstellen, dann machen. Dann machen wir so, dann haben wir hier eine komplette Ofen, Wand.
Mach hier einmal so. Und vielleicht einfach so. Dann machen wir hier jetzt noch eine Truhe hin. In das Fenster. Wo dann hier so Zeug reinkommt. So, Arbeitsmaterial. Und hier könnten wir die Tür quasi nach draußen machen. Ist das eine kleine Schlafkammer, wo das nichts zu suchen hat. Dieses Zeug hier, da kommt dann, weiß nicht was rein. Hier so ein Bruchstein. Tut hier nichts drin. Das tut hier nichts drin. So. Theoretisch. Und weil eine Truhe ein bisschen, eine Einzeltruhe ein bisschen klein ist, machen wir daraus auch eine Doppeltruhe. Und weil mir das so noch nicht gefällt, machen wir erstmal so. 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 Ja. Dann haben wir hier so ein kleines Bänder, dass wir dann runterfallen und dann ist doch gut. Natürlich. Darum kümmern wir uns jetzt gleich. Aber hier die Tür. Achso. Ich wollte ja noch eine Tür anbauen. Erstmal der zu verkriegen, weil man runterfällt, ey. Uiuiui. Du kannst jetzt nicht schlafen, ist ein Monster in der Nähe, Mama. Brauchen noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen Sand.